Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute wieder Tag der offenen Baustelle. Und dieses Video möchte ich meinem Bruder Josef widmen, der leider den Kampf gegen die Leukämie nicht überlebt hat. Es zerreißt einem das Herz. Und man kann nicht halten. Er ist einfach gegangen. Ich wollte euch trotzdem nicht die Baustellenführung hier oder das Video enthalten. Deswegen habe ich trotzdem die Aufnahme gestartet, aber gedacht, ich widme es meinem Bruder. Es fühlt sich einfach falsch an, wenn man den jüngeren Bruder beerdigen muss. Vielleicht bin ich heute auch ein bisschen wortkarg oder es hebt sich noch die Stimmung. Schauen wir mal. Als erstes gehen wir hier die Treppe runter und dann nach unten. Das ist etwa diese Richtung. Und da mache ich einen kurzen Schnitt. Da, bis gleich. Ja, weit bin ich nicht gekommen, weil diese Darstellung, wir kennen sie ja alle, sehr schön hier zeigt den mittleren Eingang. Und unten rechts, dieses Fundament ist ja schon gebaut. Schauen wir uns gleich mal hier an. Ja, Plan ist drüber, die Armierung für diesen Flügel ist komplett. Da braucht es also jetzt nur noch die Schalung und dann kann man es ausgießen. Wir haben es auf den Fotos in den Google-Alpen gesehen. Die Abstandshalter sind auch schon dran. Also, nach Ostern Schalung ran. Ah, ich versuche mal hier Teleskop auszufahren. Jetzt staut sich's verständlicherweise, deswegen schneide ich wieder. Bis später.
Ja, scheint mir das Fundament für einen Aufzug zu sein. Hier in der großen Wandelhalle. Und jetzt geht's hier rein. In den Lounge-Bereich. Sehr schön zu sehen, die Aussparungen durch die Platzhalter damals in der Schalung. Und auch die Leerrohre, die Enden der Leerrohre können wir sehen für die Beleuchtungselemente. Nach vorne, wie vorhin schon angefangen, der letzte oder die letzten Abschnitte der Deckenplatte für den Lounge-Bereich. Also einmal so ein ovales Segment mit den Aussparungen und dann noch eine Fläche daneben, ähnlich wie der. Und noch, wie zu Beginn gezeigt, den Flügel. Ja, dann ist der Rohbau komplett fertig. Im Süden sind ja nur noch zwei kleine Treppenabschnitte. Und ja, was fehlt im Süden noch? Ja, die Bodenplatte, die dann im Eingangsbereich sein wird. Auf der Webcam haben wir gesehen, beim Süden wird gerade abgedichtet. Ja, dann kann man verfüllen und dann, wenn das komplette verfüllt ist, diese Bodenplatte bauen. Das sind die letzten Betonagen. Blick auf SK24 mit der markanten Aufzugsaussparung und natürlich andersrum gedreht, was man vielleicht erst auf den zweiten Blick sieht. Und links im Bild der nächste außergewöhnliche Kelch K21. Die Bauchstelle und die wollen zeigen hier.
aber wenn man es wollte, kommt es da nicht ein. Ja, mir fällt gerade noch ein Detail auf. Drüben bei der Rampe ist logischerweise die Seitenwand noch nicht gebaut. Habe ich bisher nicht drüber nachgedacht. Und jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Wo bleibt der Cappuccino? Also, die Außenwand ist natürlich gebaut, die innere Außenwand. Diese Gewölbte, die man rechts im Bild sieht, da braucht es nicht die Elemente, sobald kein Baustellenverkehr mehr hier runter muss, dann kann man die reinbauen. Und jetzt sind wir wirklich bei der Außenwand, dort wo die Rampe ist, ist sie noch nicht ganz bis hoch gebaut, da fehlt, naja, sagen wir mal 2 Meter, 1,50 oder so. Und es geht wieder raus. Bis gleich. Nochmal ein Blick zurück. Direkt unter der Deckenplatte im Lounge-Bereich. Und hier die Trennwand oder Stützwand zum Trennwand zum Wohnungsbau. Also ist ja eigentlich eine Stützwand für den Neubau. An der Trennstelle zum Bonatzbau, zur Wartehalle, Wandelhalle. Wir sind gerade durch eine Öffnung und hier ist dann die nächste zu sehen, natürlich jetzt abgedeckt in der Bauphase. Aber das sind dann die Bereiche immer zwischen den großen Stützen vom Bonatzbau rüber in den Lounge-Bereich und dann zu den Verteilerebenen. Nochmal ein Blick in den Innenbereich. Bonatzbau. Die Arbeiten für den Ausbau vom Hotel. Ja Leute, das kennen wir auch hier, der Mittelausgang da oben, oft benutzt und irgendwann wieder, wobei eigentlich geht es dann da oben ja gar nicht weiter, weil hier unten geht es ja dann raus. Wir werden sehen. Wie zu erwarten, es ist einiges los. Also es ist noch 2 zusätzliche Tage, also heute am Samstag bis 16 Uhr der Einlass
bis 17 Uhr geöffnet und morgen Sonntag und Ostermontag auch von 10 bis 17 Uhr. Ich hoffe, ich habe das Video heute noch online, sodass meine Morgen- und Übermorgen-Angaben stimmen. Und jetzt geht's dort hoch. Wir sind oben angekommen und jetzt auf der Deckenplatte. Oder ich sage jetzt mal, wir sind auf dem zukünftigen Manfred-Rommel-Platz. Also Deckenplatte, Lounge-Bereich stimmt natürlich. Hier Vertiefungen für die Bepflanzung mit der entsprechenden Entwässerung. Ganz nah dran an den schweren Platten, die, wie man mir zugetragen hat, das Gewicht simulieren der zukünftigen Glasgitterschalen, um die Spannseile der Spannbetonbrücken auf das richtige Gewicht einzustellen. Spannbetonbrücken hier drunter, weil der komplette Bau ist ja aus einem Stück gegossen sozusagen, immer wieder verbunden, keine Fugen und berührt nicht den S-Bahn-Tunnel drunter. 10 cm schwebend, also quasi eine Brückenkonstruktion über dem S-Bahn-Tunnel. Ja, was sehen wir denn hier? Vorbereitung. Jemand hat es auch schon auf Google Fotos gepostet oder auf Slack. Vorbereitung für das nächste Container-Konstrukt um eine Einhausung für, ja, das ist doch K10, gell? Muss mich erstmal orientieren. Und hier K9. Ich hab dir ja Oma und Opa. Ich hab alte Bahnhöfe, weil du nicht zugestellt hast. Vorbereitungen an K9 sind getroffen. Stahlträger für die Verteilerebene. Mhm.
Wer sucht einen Job? Das wird dann die zukünftige Kollegin. Ja, und oft beobachtet Schwindgasse D6. Den anderen Kran bei D11 haben wir gerade gesehen und hier direkter Einblick, die letzten zwei Kräne, die noch in der Bahnsteighalle stehen und im Bahnsteig fixiert sind, also mit eingegossen. Wie heißt das so schön immer? Wir haben berichtet. Links die Hutze und ich nehme an, K16 ohne zu zählen, ohne zu überlegen. Ja, und auf die Hutze kommt ja so eine Konstruktion mit Lüftungsgittern und das obere Ende, der obere Bogen, liegt hier bereit. K18 im Bild und links K17. Da sehen wir den angesprochenen Bogen gerade eben eingebaut, oben drüber ragen. Jetzt geht es ein bisschen langsam voran, deswegen mache ich einen kleinen Schnitt, glaube ich, oder nochmal zurückblicken. Na, es geht doch schneller. Hier können wir auch noch mal ranzoomen an die neue Konstruktion mit diesen Schienen, um das Ganze auszurichten. Ja, das ist ein Safe.
dann werden wir uns mal von K17 verabschieden. Und es geht nach unten. Und das hier links, der Bogen, Öffnung, Eingang zum oder Eingang vom Schlossgarten. So, Dalle, die Musik ist weg. Kann sein, dass ich vorhin den Ton weggeschnitten habe. Sonst gibt es wieder so eine Urheberrechtsverletzung. Und ich habe gerade den mittleren Verteiler, die Verteilebene gezeigt. So, und hier auch nochmal Verteilebene. Da schauen wir uns doch gleich mal an, bevor wir weiterlaufen. Aussparungen für Beleuchtung auf der Verteilerebene. Da muss man natürlich ein bisschen nachhelfen, obwohl die Lichtaugen viel Licht reinbringen. Nur nicht nachts.
So, jetzt nochmal. Kann sein, dass alles weggeschnitten wurde, tonmäßig, wegen den Urheberrechtsverletzungen, denn da lief Musik. Wir haben also jetzt die Strecke über die Bahnsteighalle und jetzt geht es gleich nach unten. Wobei gleich übertrieben ist, dort hinten sieht man die Schlange. Mittlerweile sind wir vorne angekommen, also das ist vorne hier beim Eingang für die Bahnsteighalle. Da drüben sind wir heute auch schon gewesen. Und jetzt mal die gekrümmte Seitenwand direkt von oben. Wie wir sehen, Fahrspur 8 oder in Zukunft Gleis 8 ist freigeräumt. Zumindest bis zu dieser Rampe, die wir vorhin schon angesprochen haben. Und jetzt schnell mal hier rüber schwenken auf den Bereich der Verteilerebene. Da sieht man schön die Konstruktion. Stefan, grüß dich. Das war der Stefan, der weit unten im Kanal auch schon viele Videos eingestellt hat. Ja, von hier machen wir mal einen Zoom auf SK24 Sonderkelch, wie angesprochen, der steht andersrum, hat eine riesige Öffnung für den Haupteingang und eine Aufzugsaussparung für den runden Aufzug und wir sehen hier die Konstruktion, die Stahlträger für die Verteilerebene und von diesem Kran, der in Schwindgasse D12 steckt und im Bahnsteig 2 noch fest verankert ist, eingegossen. Von dem sehen wir die Webcam, den Fortschritt täglich mit der Webcam. Hallo, Entschuldigung, dürfte ich da vorbei? Das wäre nett, Dankeschön. Ja.
Ja, hier ist eine Rolltreppenaussparung, der Unterbau im Bahnsteig, denn von der Verteilerebene hier führt dann die Rolltreppe hier runter. Sehr cool, jetzt laufen wir unten durch. Hallo. Ja, lesen kann ich jetzt im Vorteil. Ist ein bisschen wackelig, das Gimbal habe ich gerade auf Anschlag benutzt. So, dann jetzt ein bisschen schneller. Der Gerüst vorbei. Immer noch unter der mittleren Verteilerebene. Oben links kann man die Stahlträger sehen. Die umfasst ja zwei Kehlstützreihen. Ist doppelt so breit wie die nördliche und südliche. Ja, und auch hier Treppenhaus Unterbau, denn von der Verteilerebene auf der Seite gibt es dann auch eine Rolltreppe. Flackern gefällt mir gar nicht. Ich hoffe mal, die Technik versagt nicht. Oben sieht man auch wieder die Aussparungen für die Beleuchtung der Verteilerebene und da sieht man auch die Halterungen. Jetzt bin ich schon wieder rausgezoomt, noch ein bisschen rein. Also da sieht man sie deutlich, da wird es dann aufgehängt. Sorry. Kurzer Blick auf die Visualisierung und ich denke, die gibt es ja im Internet mit Hochauflösung, deswegen gehe ich jetzt gleich mal weiter. Wenn es reicht, wird der Link in der Videobeschreibung sein. Wenn ihr schneller seid, dann gerne solche Links in die Kommentare. Ja, Fahrspur 2 und 3, also Gleis 2, 3,
ist auch schon ausgehoben, wie wir hier sehen. Das ist schon viel weiter vorne passiert, aber mein Fokus lag so auf der Verteilerebene, dass ich nicht gemerkt habe. Im Video ist es bestimmt zu sehen. Drüben, Gleis 1, offensichtlich auch schon. Und wir haben im letzten Video der Bahn gesehen, dass die Gleise angeliefert wurden. Ich schaue gerade nach links, dort ist auch schon ausgehoben, also Gleis 8 haben wir ja schon gesehen. Und jetzt 6 und 7 auch. Und wir laufen gerade hier auf war hier ein bisschen abgelenkt. Ja, Gleis 4. Das ist Bahnsteig 2. Und damit ist das hier Gleis 4. Und links 5. In Zukunft. Ja, hier im Bereich der Verteilerebene, wo wir jetzt gleich sind, braucht immer noch die Bodenplatte komplett. Deswegen Aushub erst ab hier. Und hier links ist es noch drin. Auch wieder Rolltreppenunterbau. Und da sieht man auch schon durchschimmern die Treppe. Links oben Verteilerebene Süd. Auch mit C bezeichnet. In den Plänen. Links ist K8, schön umrundet von der Verteilerebene. Ja, hier, wie gerade angesprochen, die Treppe. K7. Und auch, wie vorhin angesprochen, die Aufhängung. Hat man bestimmt schon im Video gesehen, aber ich gehe jetzt noch mal hoch, weil ich direkt drunter stehe.
direkt vor uns Aufzugsunterbau im Boden. Das sehen wir gleich, wenn ich rausgezoomt habe. Ja, wie in Berlin und Leipzig. Eigentlich überall bei den Neubauten runde Aufzüge, so dass man auch bequem im Rollstuhl drin wenden kann. Und hier oben die entsprechende Vorbereitung. Der Bogen, an dem der Aufzug andockt. Und vom Verteilersteg Süd geht ja dann rüber zum Südeingang. Das sehen wir jetzt gleich links im Bild. Sind Sie 21 Bautv? Hallo, danke schön. Ja. Wer sind Sie das? Ja. So, hier geht's raus. Da oben kann man noch erahnen, die im Personentunnel Südeingang, wenn ich noch ein bisschen ranzoome, schaltet es vielleicht ein bisschen um. Nee, ich muss von Hand die Helligkeit verändern, das wird ein bisschen dann wackelt vielleicht. Na gut, das klappt jetzt so nicht, wie ich das gewünscht habe. Aber wenn ich noch ein bisschen nach links laufe, sehen wir vielleicht noch ein bisschen was davon. Und unten der Notausgang Süd vom Bahnsteig 4. So, bis später. Wir sehen uns. Geht schon, danke. Wir sehen uns um 5. Ja. Links die Einfahrt, Gleis 8 am Südkopf. Dann, wie angesprochen, hier der Notausgang. Und oben Südeingang, Hauptzugang. Also nicht Haupteingang, aber ich soll mal wieder Schnitt machen und die App neu starten, weil dieses Flackern macht mich nervös. Nicht, dass da was schief geht. Und hier Bahnsteig 4, Treppe vom südlichen Verteilersteg. Aufzugsaussparung unten und die beiden Stahlträger nach oben mit Bogen. An der Verteilerebene. Ich schaue gerade mit dem Kopf nach links drüben, ist das auch so fertig gebaut? War vorhin im Video, habe ich noch nicht kommentiert. Mal schauen, ob ich es noch ein bisschen einfangen kann. Also hier ist es. Zu jedem Bahnsteig Treppen, Rolltreppen, Aufzüge. Und jetzt geht es hier wieder zurück. Bis gleich. Wie vorhin angesprochen,
Gleis 6 und 7 ab hier ausgehoben. Rechts braucht es noch für die Gerüste, um den Verteilersteg zu bauen. Und da geht es runter in den Kabelkanal. An jedem Bahnsteig, an jeder Bahnsteigkante ist jetzt runter dieser Kanal. Haben wir oft gefilmt, als es gebaut wurde. Der Bahnsteig ist ja mit 20 Promille ein bisschen schräg, also man spürt es nicht, man sieht es nicht. Wer mal so ein Gefühl dafür bekommen möchte, geht zur S-Bahn-Halle Schlieffeuersee. Die hat, jetzt habe ich es verwechselt, die Feuersee hat 20 Promille und hier hat es 15. Und also wenn wirklich hier Trolleys in Bewegung geraten, die Bahnsteige sind immer nach innen geneigt. Da sieht man auch schon den Entwässerungskanal. Also da läuft dann ein Abwasserrohr oder beziehungsweise einfach der Kanal. Und alle Trolleys laufen dann so in diese Mitte und werden sich an dieser Kelchstütze und an den anderen natürlich auch treffen. Das ist sozusagen der Meeting Point für abgehauene Trolleys. Wieder eine Öffnung, Kabelkanal und links Aufhängungen für die Verteilerebene. Und da braucht man keine Berechnung, wenn man das sieht, weiß man, das hält. Krass, 10 Jahre Baustellenführung. Eingang, also als wir runter sind, haben wir das andere gesehen und hier ist das zweite Käste, Kerrele. Wenn es stimmt, ich glaube, ich habe mich getäuscht, das ist ein Transportwagen, aber nicht der. Beim Eingang, das war ein selbstfahrendes Systemtransportfahrzeug. Also es hat einen ganz tollen Namen und jetzt habe ich gemerkt, ich bin schon an einigen weiteren Halterungen vorbei für die Verteilerebenen. Liegen alle bereit. Dankeschön. Vorbereitung für die Innenausstattung, Kabelkanäle, Halterungen dazu. Ja, wir sind dran vorbeigelaufen, aber jetzt zoome ich doch nochmal drauf. Elektroprinzing ist hier offensichtlich aktiv. Schöne Grüße von meiner Seite. Wir hatten uns neulich
bezüglich Stadtmobil-Elektromobilität getroffen. Auch hier wieder Rolltreppenunterbau, zweimal rauf und runter für den mittleren Verteiler steht. Da sieht man auch die Anschlussstellen oben, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Ich versuche mal drauf zu zoomen und nachdem hier unten eine Verbreiterung ist für Besucher, kann ich auch also hier der Treppenanschluss, rechts und links Rolltreppe und in der Mitte eine zum Gehen. Bahnsteig 3, mittlere Verteilerebene. Und hier kommen dann die Treppen, Rolltreppen an. Ja, ich hoffe, der Ton von der Musik ist nicht zu stark, sonst muss ich ab hier wieder den Ton reduzieren. Sorry. So, hier, es sind ja sogar beide Transportwägelchen. Hier ist Kerele. Jetzt wieder zurück zur Verteilerebene. Auch hier wieder der Anschluss der Treppe, rechts und links von dem blanken Stahl kommt die Rolltreppe hin, in der Mitte die normale und ja, der Stahl ist blank, weil da wurde zusammengeschweißt und dann glatt geschliffen.
dafür wäre es natürlich auch gut. Hier sehen wir sehr schön die Halterung. Halterungsaufnahme. Dann geht die schräg nach oben. Zurück nochmal, da ist die Webcam, die uns die tollen Bilder liefert. Nee, das ist eine andere. Doch. Das ist sie schon. Die Größenverhältnisse sind so. Also ich nehme es zurück. Doch und nein und doch und wieder. Das ist ja D6 und rechts sehe ich D11, der Kran. Also hier gibt es eine Webcam, leider nicht öffentlich. Und jetzt an der Decke endlich zu sehen, die Halterung, die dort oben eingeschraubt ist. Also da hinten jetzt der Kran, der bei D11 platziert ist mit der Webcam. Und rechts der Verteiler steht, Verteilerebene. Nord oder A. Also A heißt sie auf jeden Fall und die Webcam sehen wir jetzt auch gut. Ja, wir sehen gerade, die Verteilerebene ragt da ein bisschen weiter raus. Also wo wir jetzt laufen, da geht es ja dann zukünftig auch weiter. Und deswegen auch diese Bauarbeiten, die wir uns in letzter Zeit nicht so richtig erklären konnten. Obwohl ich glaube, bei meinem letzten Foto war's. Vom Querbahnsteig war es dann klar.
So, wir sind wieder hier angekommen. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke fürs Zuschauen, aber vielleicht schneide ich noch was rein. Mal schauen, was es da hinten so gibt. Ciao! Also, das Stückle muss ich jetzt nachvertonen, weil das ging mit dem Ton schief. Wir sind jetzt beim Südeingang angekommen. Das ist die Außenwand der Südeingangskuppel. Dort, wo wir jetzt stehen, wird es dann mal Erde sein. Und hier sehen wir die Stützen von der Schalung für die letzte Betonage. Also die Stützwand, die dann den Windfang vom Glas, von der Glasgitterschale trägt. Wir haben das ja beobachtet, wie das gebaut wurde. Direkt vor uns ist jetzt der Südfluchttunnel und diese Stützwand berührt den nicht. Die ist freitragend oben drüber. Kann man vielleicht jetzt gleich sehen. Oder auch nicht. Also jetzt direkt über dem Fluchttunnel. Die Gelegenheit nutzen wir für einen Schwenk hier drüben. Die letzte Deckenplatte in der Krümmung vom Fluchttunnel, der zum Gleis 1 von der Bahnsteig von der Stadtbahnhaltestelle führt. Da oben sieht man die Aufzüge und hier ist der Treppenbereich und drunter der Stadtbahntunnel. Und hier drüben im Bereich Südeingang, das wird alles verfüllt, bis auf die Höhe, auf der wir stehen, vielleicht noch ein bisschen höher. Jetzt rechts im Bild sieht man unter der Stützwand, dass da ein bisschen Schalung ist, also die ist freitragend über diesem Fluchttunnel. Jetzt sieht man es gut. Ja, da unten sieht man blau die Grundierung und dann Schweißbahnen drüber, auch an den Seitenwänden. Ist schon mit den Schweißbahnen entsprechend das vorbereitet. Oben sieht man die Anschlussarmierung. Da oben gibt es dann quasi die Grundplatte für den Eingangsbereich. Und jetzt glaube ich, wird ein bisschen rangezoomt. Erstmal auf die Anschlussarmierung für diese Bodenplatte. Und dann stoppen wir mal rechts. Dort kommt die Rolltreppe hin und das hier ist die Rundung vom Aufzug Südeingang. Jetzt hat es auch noch geruckt. Die linke Stützwand auch mit Anschlussarmierung an der Oberkante, so 2/3. Schauen wir uns nochmal die Abdichtungsarbeiten an. Hier steht das Material und hier gehen wir ganz nah ran. Im Hintergrund die Einhausung, der Wetterschutz für den Bereich zwischen den Notausgängen. Also man sieht hier unten Notausgang von den Bahnsteigen Süd, Bahnsteig 1 und 2. Die laufen hier zusammen und dann in die Eingangskuppel
Interessant ist, dass da oben in dieser Verstärkung Montageschienen sind. Also die Visualisierungen sind bestimmt schnell gefunden im Internet. Da wollte ich einfach nur erstmal vorbeilaufen und ein bisschen zeigen, dass die da ausgestellt sind. Und da oben sehen wir, der Rückweg geht oben drüber. Hunderte Mal schon drunter durchgelaufen, jetzt laufen wir mal oben drüber. Und ich kann schon ein bisschen spoilern, da geht es dann auf die Bahnsteighallendecke. Also es bleibt jetzt noch ein bisschen ruhig und dann kommt wieder der Originalton. Ja, das war ein bisschen voreilig, denn hier wird nochmal reingezoomt. Wenn wir die Treppe oben sind. Und dann wird nochmal das Licht ein bisschen hochgezogen, elektronisch, Beleuchtungseinstellung. Und da sehen wir, die Fläche ist abgedichtet. Und auch die senkrechten Abschnitte. Und das sieht auch nach Flüssigasphalt aus. Ja, sonst würden wir ja Streifen sehen. Also jetzt oben drüber und dann eine Schleife laufen und dann mit der kleinen Treppe wieder auf die Bahnsteighallendecke im Südbereich. So, K7 ist im Kasten. Das alle Highlight wäre natürlich jetzt mit K8. Hier dahinter. Regellichtauge 8. Denn es gibt ja auch Sonderlichtaugen, also die Eingangsglasgitterschalen bei SK24, Mitteleingang
Südeingang und da 25 bis da 28 werden nicht so hochgewölbt, sondern flach bleiben. Also mit K8 wird es wohl nichts. Aber ich sehe schon, wir werden nicht enttäuscht. Denn hier ist offen. Wenn ich richtig zähle, ist es K3. Da sind das in Ordnung. Da scheiben drin, also alle quadratischen sind da auch wieder am Boden. Dann müsste das ja stimmen, gelagert sein. Genau, das ist das Problem, dass eine eigene Thematik genau sehen. Dann werden solche Sachen berücksichtigt eben, dass eben, wenn es gewisse Ausdehnungen gibt, die aufgenommen werden können. Tatsächlich ist es ja so, dass eben wir ja hier in Stuttgart von Temperaturen sprechen, die jetzt für uns vielleicht ein bisschen heiß oder kalt sind, für den Stahl aber gar nicht so stark. Wir haben jetzt zum Beispiel teilweise Sachen, wir haben Projekte auch in Russland gehabt, wo die Temperaturen von 54 Grad abgelegt werden müssen, da haben wir von anderen Ausdehnungen als hier. Das ist klar, aber wir haben sicher nicht so, aber doch die Beschreibung. Genau, das stimmt schon, das ist richtig. Alex, muss man bei Schienenzoll, wenn Sie davon beweisen, muss man das Verhältnis sehen, die Schienen sehr, sehr lang. Und dadurch, wenn man die kleinen Längen Ausgangskurven hat, dann wird der Schiene ja auch dementsprechend positiv gesehen. Also hier ist es ja recht kleine Ich mal stimme ich an meiner Zählung nicht, denn K3 eingehaust, das muss K4 sein. Und ich glaube, dass wir und die werden auch in 4. Ja, das stimmt, aber die werden eben natürlich auch in der hat etwa Hickel Licht auf 4. Und hier haben wir 3. Wie konnte ich das vergessen? Ja, hier vor Ort ist es gar nicht so übersichtlich, wie wir das immer sehen von oben und auch unseren Folien. Wenn man zwischen den Containern durchläuft, plötzlich steht man vor einer Einhausung und ich weiß nicht genau, welche es ist. Aber jetzt aber kommen wir zum Schluss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!